Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, läutet ihren Untergang ein, anzunehmen bei Echelon, in Revendwet, an dieser Position. Vorquests waren Sündenstein von Inquisitorin Stelia und Demel der Sündenherold. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Vorquest oder Folgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung, da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich komplette Questreihen am Stück aufgenommen habe, unter anderem zum Erfolg der Meister von Revendwet, wo auch diese Quest dazu gehört. Außerdem habe ich in den entsprechenden Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zum gesuchten Quest springen, ohne euch lange durchklicken zu müssen. Hoffe mal, das ist in eurem Sinne. So, laufe ich hier weiter. Hört ihr auch noch diese zwei Mobs. Halten ein bisschen was aus, aber was soll's, muss sein. Und hier ist Inquisitorin Delia. Also an dieser Position. Hier könnt ihr noch diese Mobs töten, die außen rum sind. Bald werden vermutlich im Kampf enden. Vermutlich werdet ihr natürlich auch Flächenschaden machen. Vielleicht auch aus Versehen, vielleicht mit Absicht, wie auch immer. Ich töte sie auf jeden Fall. Und dann benutze ich diesen extra Knopf. Solltet ihr den nicht haben, versucht es mit Addons deaktivieren. Eventuell klappt es dann. Also benutze ihn jetzt und dann ist sie angreifbar. Jetzt heißt es nur noch einfach umhauen. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich des Öfteren, was ich bald aufnehme oder was als nächstes ansteht. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Auf ihn. Der Schutz eures Sündensteins wird schwächer, Ankläger. Gut, Quest ist bereit zur Abgabe. Wir werden meine Diener wohl brauchen, um euren zweiten Inquisitor zu eliminieren. Ist. Aha. So. Hier darf ich jetzt ein bisschen warten, bis der NPC kommt. Und da ist er. Quest ist abzugeben bei Echelon in Revendwet an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch weiterhelfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Eizocke, Ende.